Hey Leute, ich bin fertig mit trainieren und immer noch etwas angeschlagen. Hier sind jetzt alle Level 10. Naja, außer Franz. Der ist immer nur Level 9. Keine Ahnung, habe ich gerade eben rumgejobbt. Ich hab nicht mal. So, und jetzt machen wir erstmal hier Supports. Was machst du denn? Komm. Ich habe nur meinen Bogen neu gespannt. Oh, du kommst wirklich ganz nach deinem Großvater. Die Art und Weise, wie du mit deinem Bogen umgehst, ist einfach großartig. Großvater brachte mir das Bogenschießen bei, als ich noch ganz klein war. Ja, dein Großvater war ein herausragender Bogenschütze. Ich kann mich noch daran erinnern, wie er versuchte, mich zu erschießen. Nun, Kolm. Aber doch nur, weil du das Obst von unseren Bäumen gestohlen hast. Er hat es mir wirklich gezeigt, wie furchterregend ein Schütze mit guter Treffsicherheit sein kann. Aber er hat dich niemals verletzt. Er wollte dich nur erschrecken. Er hat offensichtlich daneben geschossen. Boah, scheiße. Nein, er hat auf mich gezielt. Ich war nur zu schnell für ihn. Deswegen konnte er mich nicht treffen. Wenn wir auf die Jagd gingen, verfehlte er niemals sein Ziel. Tja, bin ich immer schneller als ein wildes Tier. Ja. Hey, lass mich etwa aus. Das ist nicht wahr. Es ist nur so, du hast dich seit damals kein bisschen verändert. Was soll das denn heißen? Nur, dass du immer noch gerne und oft übertreibst. Aber andererseits warst du immer auf meiner Seite. Nicht immer. Und besonders jetzt kann ich nicht immer in deiner Nähe sein, um dich zu beschützen. Ich trage in dieser Einheit eine sehr große Verantwortung, musst du wissen. Ich weiß. Aber ich kann dich auch nicht allein lassen. Vielen Dank. Ja, nur hier geht unsere Naimi fremd, und zwar mit Garcia. Nee, nicht nur mit Garcia, auch mit Arthur. So, du hast noch mit ihr einen Support. Hey, ich habe in letzter Zeit viel Gutes über euch gehört. Alle sind sehr froh darüber, dass ihr helft, die Verwundeten zu heilen. Wirklich, das freut mich zu hören. Meine Fähigkeiten sind zwar begrenzt, doch bin ich froh, dass ich hilfreich war. Oh, das warte, ihr könnt beruhigt sein. Ihr heilt nicht... Was? Ihr heilt nicht nur die Wunden des Fleisches. Euer Lächeln lindert jeden Schmerz. Ich mag zwar unsere Wette verloren haben, aber letztendlich scheint sich alles im Guten gewendet zu haben. Joshua... Ich helfe bloß, wo ich kann und versuche, niemandem im Weg zu stehen. Ich sage ja nur, dass ihr da draußen schon so manches Leben gerettet habt. Ich weiß, wir haben auch andere Heiler, aber ihr seid mehr als nur das. Ihr seid etwas Besonderes. Ich bin sicherlich der Zyniker unseres Haufens, doch selbst ich kann das sehen. Joshua, ihr seid viel zu liebenswürdig. Seid nicht so bescheiden, ihr habt euch das Lob verdient. Wenn ihr das sagt? Oh ja, das tue ich. Macht nur so weiter. Das werde ich tun. Ich werde tun, was ich kann. Hübsches Lächeln. So, ich könnte jetzt hier... Okay, er hat immer noch den Panzerbrecher. Wie gesagt, ich könnte jetzt Naimi noch mit Garcia und Arthur reden lassen. Dann wäre mit Kolm der nächste Support, wäre dann alle, die Naimi haben könnte. Aber ich lasse das. So... Wir ertauschen uns jetzt mal hier den Panzerbrecher. Die Fackel kannst du gerne haben. So, und das war's dann. Nein. Wir stehen jetzt hier hin, nehmen den Panzerbrecher und machen eins mehr. Feind des Imperiums, der Tod ist noch zu gut für dich. Nein. Oh, daneben. Ja, beide weichen aus. Er macht ihn tot. Tschüss. Und down. Imperator Vigard. Ehre seiner Majestät. Und weg ist er. Das war äußerst knapp. Ja, das war's. Ich danke euch vielmals. Ich weiß nicht, wie ich diese Schuld begleichen kann. Ihr kommt aus Grado, nicht wahr? Ja, mein Name ist Natascha. Ich war eine Dienerin des Volkes im imperialen Tempel von Grado. Warum dann der Ärger mit den Soldaten? Werdet ihr uns eure Geschichte erzählen?
Selbstverständlich. Vor ein paar Tagen wurde mein Mentor ohne Vorwarnung unter Arrest gestellt. Sie haben ihn exekutiert. Sie sagten, er sei ein Verräter. Doch das waren falsche Anschuldigungen. Der Imperator ließ ihn töten. Einen heiligen Mann, um ihn zum Schweigen zu bringen. Ihn zum Schweigen bringen? Ja, dies verrieten ihr Mentor in seinen letzten Zügen. Der Imperator hat vor, die heiligen Steine zu zerstören. Die heiligen Steine? Sie zerstören? Wie ihr sicher wisst, haben die heiligen Steine vor langer Zeit die Macht des Bösen vertrieben. Auch jetzt noch stellt jede unserer Nation die Heimat eines dieser legendären Schätze dar. Einer befindet sich in Grado, meiner Heimat. An anderen René, der euren. Ja, der heilige Stein von René wird im königlichen Tempel aufbewahrt. Der Imperator hat vor, die 5 Steine zu zerstören, einen nach dem anderen. Warum sollte er so etwas tun? Die Legende sagt, dass die heiligen Steine selbst heute noch das einzige sind, das das Böse fernhält. Ich wage es nicht, mir seine möglichen Motive vorzustellen. Ihr müsst wissen, dass unser Imperator ein friedliebender Mann war. Doch eines Tages begann er sich zu verändern, und zwar vollkommen. Bevor mein Mentor starb, sagte er, dass die Hüter der heiligen Steine gewarnt werden müssen. Ich habe versucht, mich über die Grenzen zu schleichen, aber die Soldaten sind meiner gewahr geworden. Dies ist also geschehen. Was denkst du, Seth? Ich denke, dass wir niemandem aus Grado vertrauen können. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt und nicht ohne Beweise. Doch wenn ihr Wort... Doch wenn ihre Worte wahr sind, können wir die Gefahr nicht ignorieren, die uns bevorsteht. Die Zerstörung der heiligen Steine, das dürfen wir nicht zulassen. Dem stimme ich zu, wenn wir nur wüssten, ob der Imperator gute Güter für seinen Handeln hat. Ich muss sagen, dass mir diese Geschichte das Blut in Adern gefrieren lässt. Ich bete dafür, dass sie nicht wahr ist. Amen, bitte, seid ihr etwa Prinzessin Erika? Die bin ich. Oh, dem Himmel sei Dank, dass ihr in Sicherheit seid. Ich kann euch nicht sagen, wie glücklich ich darüber bin. Und bitte nehmt meinen Dank hier dafür, dass ihr diesen Captain Saar unschädlich gemacht habt. Dieser Saar behandelte die Bürger von René mit solcher Verachtung und Brutalität. Nicht hier, nicht in dieser Stadt. Mein Bruder und ich verbrachten hier solch glückliche Zeit mit Lyon. Ich bitte um Verzeihung, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis Grado noch mehr Truppen schickt. Bitte, ihr müsst schnell weiterziehen. Es tut mir so leid, es gibt nichts, was wir jetzt für euch tun könnten. Bitte vergebt mir. Sorgt euch nicht, Prinzessin Erika. Wir werden überleben und weiterhin auf den Tag der Befreiung warten. Es kommt der Tag, an dem ihr, Prinz Ephraim und ganz René sich wieder erheben werden. Bis dieser Tag des Ruhms anbricht, werden wir ungebeugt und voller Hoffnung ausharren. Leitstein halten, damit können wir eine Magieeinheit entwickeln. Kapitel 5x, ungebrochenes Herz. Oh, es ist ein Gaiden-Kapitel. Renval. Welche angenehme Überraschung, es ist Meister Walter. Wie ist die Situation, Tirado? Habt ihr Ephraim schon gefangen nehmen können? Nein, Prinz Ephraim kämpft noch immer in den Ländern nördlich von Renval. Und warum ist das so? Was ist mit all den Söldnern geschehen, die ihr angeheuert habt? Sie haben sich als völlig unbrauchbar herausgestellt. Ephraim ist nicht dumm. Seine Bande greift schnell an und zieht sich danach wieder in die Wälder zurück. Wir haben mehr als doppelt so viele Leute wie er, aber er vermag es, im Kampf des Terrors zu seinem Vorteil zu nutzen. Er hat keine Armee, nur eine kleine Truppe bestehend aus Rittern, die René die Treue geschworen haben. Prinz Ephraims Ruf als hervorragender Stratege scheint wohlverdient zu sein. Wie interessant. Der Junge beginnt, meinen Appetit anzuregen. Tirado, bring ihn mir so schnell wie möglich. Wie ihr befehlt. Gewährt mir eine Armee und ich werde ihn schnell zu Fall bringen. Welchen Plan für die im Schilde? Meister, ich bin euer loyaler Adjutant und ihr seid mein General. Für euch, mein Lord, habe ich stets viele Pläne bereit und in der Hinterhand. Wirklich? Nun denn, lasst sie mich hören. Wie ihr wünscht. Zuerst solltet ihr und auch ich dieses Fort verlassen nach Norden ziehen. Dann werden wir Prinz Ephraim in seinem belaubten Laufstall finden. Aber so leicht lässt er sich nicht finden. Sorgt euch nicht. An Prinz Ephraims Seite befindet sich, sagen wir, ein Freund. Wenn der passende Zeitpunkt gekommen ist, wird unser Freund seinen Zug machen. Wie sieht es mit Vorräten und Ausrüstung aus? Nicht besonders gut. Unsere Waffen sind in schlechtem Zustand und langsam gehen uns die Lebensmittel aus. Wir können uns vermutlich in einem nahegelegenen Dorf versorgen, aber...
Nein, das ist keine Option. Wir befinden uns auf feindlichem Gebiet. Solange ich es vermeiden kann, werde ich keinen Unschuldigen mit hineinziehen. Ja, ich ahnte, dass ihr etwas sagen würdet. Genau aus diesem Grund sind wir immer noch an eurer Seite. Aber irgendwann müssen wir uns der Realität stellen. Was sollen wir tun? Gerüchte besagen, dass die Invasion in René sehr weit fortgeschritten ist. Ich hörte, die Hauptstadt sei gefallen. Hm, so früh? Aber mein Vater befindet sich in der Hauptstadt. So schnell gibt das keinen Sinn. Was, so schnell ergibt er sich nicht? Fort, Kyle! Unsere Mission ist es, den Truppen zuzusetzen, ihren Blick auf uns zu lenken. Hoffentlich sind wir in der Lage, Vater und Erika genug Zeit zur Flucht zu verschaffen. Kyle, hast du irgendetwas von Austin gehört? Ich habe ihn vorausgeschickt, um das Gebiet auszukundschaften. Noch keine Nachricht. Langsam wird es Zeit, dass er zurückkehrt. Ich erstatte euch Bericht, Prinz Ephraim. Ich kann die Präsenz Gradus an mehreren Punkten rund um unser Lager bestätigen. Außerdem wurde ein großes Bataillon von Soldaten von Renwall ausgeschickt. Wir sollten hier nicht länger als nötig verweilen. Ja, ich verstehe. Es scheint, als hätten wir diesmal Gradus Aufmerksamkeit definitiv auf uns lenken können. Sollen wir uns in die Hauptstadt zurückziehen, Prinz Ephraim? Nein, wir ziehen weiter. Wir werden Renwall einnehmen. Was? Das ist also Renwall. Nun gut, vorwärts. Seid ihr sicher? Das ist bei kleinem Verstand, Herr Prinz Ephraim. Eine ganze Armee ist hinter uns her und ihr wollt ihre Hochburg stürmen? Vorne, hüte deine Zunge. Es ist unser Prinz, den du hier ansprichst. Kyle, bitte, es ist schon in Ordnung. Wir haben keine Nachricht von zu Hause erhalten. Welchen Harm kann eine kleine, waghalsige Belagerung schon bringen? Prinz Ephraim. Keine Sorge, ich habe meinen Selbsterhaltungstrieb noch nicht verloren. Renwall ist ein wichtiger Ort in Gradus nationaler Verteidigung. Wenn wir die Oberhand gewinnen und die Stadt kontrollieren können, wird Gradu viele wertvolle Soldaten bei dem Versuch verschwenden, sie zurückzuerobern. Ich hoffe nur, dass unser Angriff für meinen Vater und Erika nützlich ist. Ich verstehe wohl, was ihr sagt, aber können wir mit unserer momentanen Stärke etwas ausrichten? Jeder Soldat in diesem Gebiet ist auf der Suche nach uns. Der Feind ist uns zahlenmäßig weit überlegen. Das Schloss anzugreifen ist eine lächerliche Idee. Wenn der Feind auch so denkt, haben wir vielleicht einen Vorteil. Da habt ihr nicht Unrecht. Ich bin mir sicher, dass Renwall nicht erwartet, dass wir mit einer so geringen Zahl an Kämpfern angreifen werden. Außerdem können wir nicht auf ewig davonlaufen. Und unsere Vorräte gehen zur Neige. Was haben wir schon zu verlieren? Bereiten wir uns vor. Ja, denn wenn wir jetzt nicht schnell handeln, bekommen wir vielleicht niemals wieder eine zweite Chance. Vertraut mir, ich provoziere keine Kämpfe, die ich nicht gewinnen kann. Ja, Sir. Ein Angriff von Ephraims Truppen? Zu den Waffen. Prinz Ephraim hat dann den Spieß umgedreht und den Kampf vor unsere Tore gebracht. Wenn wir den Prinz hier gefangen nehmen, werden unsere Taschen mit Gold gefüllt. Habt ihr verstanden? Wir werden reich sein. Austin? Ja? Deine Wunden sind seit dem letzten Kampf noch nicht verheilt. Bürde dir nicht allzu viel auf. Wenn wir besiegt werden, musst du nach Frelia zurückkehren. Verstanden? Verstanden. Kyle, vorne, vorwärts. Und los geht's. So, wen haben wir hier? Wir haben Austin, ein Rittmeister Level 3. Reitersmann aus René, hingebungsvoll sowie gelassener Ehemann. Der Prinz von René, ein Mann der Ehre und des Mutes. Reitersmann aus René, talentiert, aber waghalsiger Bruder von Franz. Das ist der Bruder von Franz. Standhafter und ehrenvoller Reitersmann im Dienste von René, okay. Was macht er nur? Dieser Alex ist doch verrückt geworden. Er muss verrückt sein. Und tot. Cool. Ja, also das hier ist unsere kleine Truppe. Und, ja. So alt wär's es auch schon. Drei Männer und ein Verräter. Ich kenne das Spiel bereits. Wer ist der Verräter?
Ich habe mal seine Waffen weggenommen. So läuft's halt im Leben. Verräter mag halt keiner. Stahlschwert. Kriegt noch eine Stahl. Er kriegt noch eine Stahllanze. Und dann greifen wir mit dem Stahlschwert auch an. Zack. Na, sie werden halt die ganze Zeit außen angreifen, aber der ist ja halt entwickelt, der wird hier schon nicht abkacken. Ansonsten, ja, Austin zieht halt so ein bisschen die Leute auf sich. Nö. Dem haben wir jetzt all seine Sachen weggenommen, weil, wenn das Kapitel vorbei ist, ne, Austin zeigt sein wahres Gesicht und wir kriegen halt die Sachen, die er nimmt, nie mehr wieder. Nee, das probiere ich gar nicht erst. Also ich weiß, dass hier Regin live, stark in Kavalier und Ritter, genau hier. Und tschüss, der ist direkt down. Langspeer. Ja. Ansonsten mache ich das Kapitel wahrscheinlich morgen oder so. Oder irgendwann, wenn ich wieder gesund bin. Wenn ich wieder eine Stimme habe. Wenn ich nicht husten muss. Wenn ich keinen Schnupfen habe. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht, wie wir das Ding mit drei Leuten einnehmen. Oha, der macht einen Damage. Tötet ihn. Bevor er Eier legt. Ja. Ich mache dann hier einen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.